Hallo, ich bin's wieder, Fabi von hydroponik.eu und heute möchte ich euch etwas über mein eigenes persönliches Ziel berichten, wieso ich Hydroponik die Seite aufgezogen habe. Das große Problem ist die Monokultur als solche, denn nur die Monokultur hat in unserem System selbst Platz für Massen zu produzieren. Die Frage ist, müssen Massen produziert werden, A, und B, geht es auch nicht anders? Und die Antwort ist, es geht anders, wenn man hier investiert in neue Technologien. Und diese Technologien sind Hydroponik, Aquaponik und Aeroponik. Das erste ist, dass die Technologien selbst Plattformen darstellen, selbst den Acker darstellen, auf dem die Pflanzen kultiviert werden können und hier der Acker nicht bestellt werden muss. Das heißt, er wird erst einmal gebaut, dann mit einer Struktur so, dass optimal Pflanzen angebaut werden und zweitens, dass der Held fürs Leben lang. Das heißt, wenn ihr ein Hydroponik-System baut oder ein Aquaponik-System, das System selbst hält ewig. Es muss nicht bestellt werden, es muss nur gefüllt werden, es muss gegossen werden und die Nährlösung muss auch geplantet werden. Das war's. Beim Acker ist es anders, da sind Maschinen und große Anstrengungen nötig, wenn die Maschinen nicht da sind. Zwei Dinge gibt es des Weiteren noch. Sie sind hier nachhaltiger. Wir haben ein System einmal gebaut. Das System läuft jahrzehntelang, bis es vielleicht irgendwo kaputt gehen könnte. Das zweite ist, dass wir hier, wenn wir künstliche Strukturen haben, dass wir hier die Umwelt hier nicht mehr in Anspruch nehmen müssen oder nicht mehr so viel. Alles fängt immer mit einem kleinen Schritt an. Und das Wichtigere ist hier, dass ihr euch selbst eure eigene Nahrung anbaut, zu Informationen und Erfahrung sammelt und damit auch euch ernähren könnt. Kennt ihr schon mein Buch Kräutergarten der Zukunft, in dem ich das einfachste Hydrosystem anbiete, im Detail, wie ihr euch das selbst bauen könnt? Wenn nein, dann klickt hier auf den Link, euch mal ein Buch anzuschauen und den Trailer mal anzuschauen. Das ist ein sehr einfaches System, was ihr bei euch zu Hause realisieren könnt. Es ist nicht schwierig, es ist relativ leicht. Also klickt euch durch, schaut euch auch mein Buch an und sammelt Erfahrung.